Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, Pumpkin Pie ist endlich mit dabei und wir sind wieder im Dinotal. Hier geht's endlich weiter und ja, mal schauen, was Professor Einstein jetzt noch so alles für uns zu tun hat. Nun können wir mit der Konstruktion der Pferdeversorgungseinrichtung fortsetzen, für die wir Material gesammelt haben. Sollten wir nicht einen einfacheren Namen dafür finden, Lucy? Wir nennen es ganz einfach Projekt HOHTF01X. Einfach und logisch. Fang damit an, die Stämme an den von mir gekennzeichneten Stellen zu platzieren. Das sollte nicht länger als 58 Sekunden dauern, also beeil dich, damit wir mit den nächsten Schritten fortfahren können. Okay. Aha, da hinten sind sie. Oha, sehr. Ach so, nee, das wird gar nicht so groß anscheinend. Oh, wo kommt das Holz auf einmal her? Okay. Das Grundgerüst steht dann schon mal. Gut, dann fahren wir mit dem nächsten Schritt im Projekt HOHTF01X fort. Die Stämme, die du aufgestellt hast, werden gemäß meiner statistischen Berechnung nicht stabil genug sein, um den Belastungen standzuhalten, mit denen wir bei Projekt HOHTF01X rechnen müssen. Deshalb solltest du diese Bretter hier montieren, deren Bedarf ich in aller Voraussicht prognostiziert habe, um diese Konstruktion zu verstärken. Mensch. Eigentlich war es gar nicht so schwer, aber doch für mich jetzt aktuell. So. Achso, müssen wir da noch. Wir können vom Pferd Nägel einhämmern. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Achso, da hinten sind sie. Und hier kommt noch eins hin. Ach so, das sieht jetzt natürlich ganz anders aus. Ah, okay. Ja, das wird doch. Dann müssen wir da nur noch irgendwas drüber spannen wahrscheinlich. Sonst macht das ganze Konstrukt keinen Sinn. Gut, damit sind wir also beim nächsten Punkt im Projekt HOHTF01 angelangt. Dachaufbau. Tja. Mit diesem Gerüst, das nun konstruiert wurde, ist das Projekt HOHTF01X auf gutem Wege. Der nächste Schritt ist nun, ein Dach zu montieren. Meine zündende Idee wäre gewesen, ein Dach aus den neuesten Nanomaterialien mit eingebauten Solarzellen zu gießen. Aber die Aussicht auf ein modernes Dach scheitert wie immer an diesem barbarischen Platz, an dem wir uns befinden. Nachdem ich alle Alternativen miteinander verglichen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Stoff, aus dem der Heißluftballon gemacht ist, taugen könne. Auch wenn es sich dabei um eine suboptimale Alternative handelt. Ich habe bereits ein Stück Segeltuch in den perfekten Maßen zurechtgeschnitten. Du musst es nur über die Stämme... Du musst es nur mehr über den Stämmen befestigen. Gut. Dann haben wir das im Inventar. Segeltuch. Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ja, ein bisschen gepflegt, aber immerhin. Ich denk mal, das ist schon okay so als Dach. Aber hier unten zieht es ja noch rein. Wir müssten ja wenigstens mal drei Seiten haben, die auch windgeschützt sind. Gut, damit sind wir beim letzten Punkt im Projekt HOHTF01X angelangt. Der Boden. Achso, der Boden. Das Projekt HOHTF01X soll nun mit einem letzten Schritt abgeschlossen werden. Die Konstruktion des Bodens. Anstelle des Betonbodens mit einem Überzug aus industriellem Diamant, der Millionen von Jahren gehalten hatte, müssen wir wohl oder übel mit den Tannenzweigen, die du gesammelt hast, vorlieb nehmen. Verlege die Tannenzweige als Boden, Lucy. Ja. Das müssen wir dann wohl damit vorlieb nehmen. Stimmt. Der Boden. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Da müssen wir nochmal sammeln gehen, würde ich sagen.
Aber wie, oh Wunder. Ja, da ist es. Sieht okay aus, würde ich sagen. Kann man so machen. Hier haben wir ja nicht so viel mehr Möglichkeiten. Müssen wir wahrscheinlich Ewigkeiten warten, bis hier mal jemand was hinliefert. Gut, damit ist Projekt HOH-TF-01X abgeschlossen. Das haben wir großartig gemacht, Lucy. Wir haben einen Applaus verdient. So, genug der Festlichkeiten. Wir sind noch mit meilenweit davon entfernt, diesen Platz auch nur als annähernd adäquat für die einfachste Forschung zu betrachten. Okay, was gibt's nun? Nach meinen Berechnungen können wir nun fast garantiert damit rechnen, dass Post gekommen ist. Reite los und sieh im Briefkasten nach, Lucy. Na super. Wenn das jetzt wieder in einer täglichen Briefkastenkontrolle endet. Ah nee, es waren Briefe im Briefkasten. Oh, sehr schön. Und stimmen meine Berechnungen? Hast du Post gefunden? Zwei Briefe? Die Chancen dafür waren gering, aber nicht gleich null. Wir dürfen wohl dankbar sein, dass das Glück wieder auf unserer Seite war. Ja, schauen wir mal überhaupt, was das für Briefe sind, ne? Vernünftige Personen essen kein Heu und anstelle von Limo und Thunfisch. Wir machen erstmal das Heu. Da wollen wir mal sehen. Noch ein Geschäftsmann, der hier in unserem Lager seine Tätigkeit aufnehmen will. Er will Heu, Äpfel, Picknickkörbe etc. verkaufen. Wer in alles in der Welt möchte Heu kaufen? Welche vernünftige Person sollte Heu essen wollen? Pferde, sagst du? Ja, das stimmt wohl. Pferde essen Heu. Wie bereits gesagt, Biologie war nicht mein Lieblingsfach. Na gut, du kannst diese Person wohl hierher holen. Ein Heuschgeschäft kam zwar in meinen Berechnungen nicht vor, aber es kann wohl nicht schaden. Die betreffende Person hat den Brief in Welldale aufgegeben und schreibt, dass sie vorhat, zu Fuß hierher zu gelangen. Der Brief wurde vor einigen Tagen verschickt. Es ist also seltsam, dass wir dieser Person noch nicht begegnet sind. Reite in Richtung Welldale und sieh nach, was passiert ist, Lucy. Oh, das hört sich nicht gut an. In ein paar Tagen hätte man schon hier sein dürfen. Auch zu Fuß. Okay, nur bis jetzt sehe ich hier noch nichts. Und auf der Karte ist der Punkt auch noch ein bisschen weiter weg. Aber da vorne... Ja, wir nähern uns auf jeden Fall. Ja, dann wird er wohl oben stehen, hoffe ich. Sonst muss ich nochmal runter. Komm. Ich fahre sehr selten diesen Aufzug überhaupt hoch. Meistens runter. Und wenn ich zurück möchte, lasse ich mich oft abholen. Sagen wir es so. So. Da vorne müsste er... Da steht er. Warum steht er hier? Was ist passiert? Huch. Trond. Hallo, suchst du nach mir? Ja, hier gibt es ja sonst nicht viele Menschen. Jetzt stehe ich hier seit zwei Tagen und überlege, wie ich hier hinunterkommen soll. Ich mag nämlich keine Aufzüge, musst du wissen. Ich würde es vielleicht wagen, mit dem Aufzug zu fahren, wenn ich nicht das ganze Gepäck hier dabei hätte. Das wiegt so viel. Stell dir vor, der Aufzug wird zu schwer beladen und bricht zusammen. Du bist mit deinem Pferd im Aufzug gefahren, sagst du? Ja, das wiegt doch auch etwas. Da ist schon was Wahres dran. Aber, stell dir nur vor, der Aufzug wurde beschädigt, während du mit deinem Pferd darin gefahren bist. Er ist vielleicht nicht für solche Belastung gebaut worden. Hast du schon daran gedacht? Was? Du kannst mit meinem Gepäck den Aufzug hinunterfahren? Oh, das ist lieb von dir. Vielen Dank. Okay, also alles einzeln holen. Aber immerhin beide Kisten auf einmal. Ja, das ist natürlich auch ziemlich blöd hier im Dino-Teil. Wenn man Probleme mit Aufzügen hat, kommt man ja kaum hier weg. So. Gut, dann stellen wir mal die Kisten ab und dann können wir ihn ja eigentlich holen. Ich hoffe, dass er jetzt da kein Problem mehr mit hat. Immerhin haben wir das mit dem Gepäck ja auch geschafft. Dann sollte er das jetzt auch, ja, packen. Immer positiv gestimmt. So, und wieder hoch.
erster Einsatz und dann gleich so einen schwierigen Kandidaten hier für Pumpkin Pie. Hallo, nochmals. Ist das Gepäck an Ort und Stelle unterhalb vom Aufzug? Spitze. Dann bin wohl nur mehr ich übrig, der nach unten muss. Ja. Wie gesagt, ich mag keine Aufzüge. Naja, mögen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich gerate völlig in Panik, wenn ich nur in der Nähe eines Aufzugs komme. Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich hier hängen geblieben bin. Ich habe es wirklich versucht, aber es geht einfach nicht. Das Beste wird wohl sein, wenn ich umdrehe und mich in Silverglade niederlasse. Dort ist es flach und keine Aufzüge, soweit das Auge reicht. Du wirst mir helfen? Oh, wie nett. Ja, super, jetzt haben wir das Gepäck runtergebracht und jetzt sagt er, ach nee, ich gehe dann doch lieber nach Silverglade. Steht hier aber schon tagelang vor dem Aufzug. Macht nicht so viel Sinn. Auf dein Pferd steigen? Okay, aber wie sollen wir nach unten kommen, wenn ich nicht den Aufzug nehme? Du kennst einen Weg? Gut, ich vertraue dir. Reite nur nicht in der Nähe vom Aufzug. Super, ich hab... Ja. Begib dich den Felsen hinab, ohne den Aufzug zu verwenden. Oh, nein. Müssen wir hier schon wieder lang? Ach, so ein Mist. Ich habe gehofft, dass ich diesen Weg nicht nochmal runter muss. So. Oha. Ach so, nee, das war hier noch gar nicht, ne? Die da drunter brechen weg. Okay. Oder auch nicht okay. Mal schauen, das lief ja jetzt schon mal mit dem ersten Sprung nicht so gut. Brechen die gar nicht weg? Nö, jetzt bleiben sie da, oder wie? Na dann, ach, wäre das beim ersten Mal auch so gewesen. Huch, am Baum hängen geblieben. Nein. Oh nein. Und die arme Pumpkin Pie. So. Jetzt steht er vorm Aufzug. Puh, endlich unten angekommen. Das war wohl das Unheimlichste, das ich jemals gemacht habe. Da fühlt sich Aufzugfahren plötzlich gar nicht mehr so gefährlich an. Ja, und jetzt dürfen wir hier warten. Toll, jetzt steht er hier noch ein bisschen. Hm. Na, ich hoffe mal, dass die nächste Person nicht auch so ein Spezialfall wird. Wo ist eigentlich sein Gepäck? Das habe ich gar nicht mehr gesehen. Das wird ja hier wohl hier keiner geklaut haben. Hier ist ja sonst keiner unterwegs. Hier haben wir den Brief, auf den ich gewartet habe, Lucy. Etwas, das ständig Touristen anzieht, ist gutes Essen. Ich selbst ernähre mich hauptsächlich von Limonade und Thunfisch, aber nicht alle Menschen sind so vernünftig wie du und ich, sondern geben enorme Summen für ihre Ernährung aus. Wie auch immer. Diese Person hier, Ed Field, scheint Feuer und Flamme zu sein. Hier ein Restaurant aufzumachen. Offensichtlich betreibt er bereits Jorviks berühmtestes Gasthaus, das Wolfell Inn. Aber als der Unternehmer, der er ist, sieht er hier enormes Geschäftspotenzial für sich. Ich denke, er ist vollkommen verrückt, Lucy. Hier ein erfolgreiches Restaurant zu betreiben, ist unmöglicher, als den exakten Wert von Pi zu ermitteln. Aber das Unmögliche ist bereits schon öfter eingetreten. Alle haben vorausgesagt, dass das Universum untergehen wird, aber die Welt steht immer noch. Lucy, bevor ich dein Gehirn völlig überfordere, kannst du zu diesem Ed Field reiten und nachsehen, was er eigentlich im Sinn hat? Ja, das machen wir und lassen uns abholen. Das geht definitiv schneller. Ja, also wenn jemand meint, im Dinotal ein erfolgreiches Geschäft führen zu können, dann ja, scheint da irgendwas nicht richtig gelaufen zu sein. Ich weiß nicht, was da passieren müsste, damit da Unmengen an Touristen hingehen. Ich meine, klar, es gibt genug Leute, die ja, Schneeurlaub oder Skiurlaub oder sowas machen, aber ich weiß nicht, ob das hier in Jorvik so gefragt ist. Also momentan ja sowieso noch nicht. Bin mal gespannt, was da noch alles aufgebaut wird, damit da ein bisschen mehr los ist. Jetzt ja erstmal dann wohl ein Restaurant. Ja. Mal schauen.
da vorne ist Redfield. South Silver Gewässer. So, da läuft er. Stopp. Hallöchen, Lucy. Was kann ich für dich tun? Ja. Was Edfield für uns tun kann, werden wir ihm dann aber in der nächsten Folge sagen. Also, bis dann. Tschüss.